Die Gefechte in Rise of Light kann man anwählen. Auf den Karten sieht man auch, dann wählt man da dieses Gefecht an. Und dann hat man die Möglichkeit, sich eine eigene Staffel zu konfigurieren und gegen eine gegnerische Staffel, KI natürlich, anzutreten. Man kann auch die einzelnen Einstellungen kann man wirklich sehr genau für sich definieren, was man haben möchte, was man für Maschinen haben möchte, wie sie ausgestattet sein sollen, was zum Beispiel meine mitfliegenden KI-Kollegen, was die für eine Schwierigkeitsstufe oder Spielstufe haben, eine Veteran, Ass oder Durchschnitt oder Anfänger, das kann man alles einstellen. Man kann einstellen, was die mitnehmen, was die für Skins tragen sollen, also was für eine Bemalung. Das Ganze gilt natürlich auch für die Gegner. Auch hier kann ich mir einen sehr schönen Durchschnitt halt wählen oder halt nur Ass, wie ich das möchte. Ich kann einstellen, wie viel Betankung die mitnehmen sollen, in was für einer Formation sie fliegen sollen und so weiter und so fort. Und das Ganze ist im Grunde genommen ja, finde ich sehr interessant, wenn man auch mal so ein bisschen dieses Wuselige von Rise of Light auch mal kennenlernen will und vor allen Dingen mit Freund-Feind-Kennung natürlich auch dann auch mal versucht zu arbeiten, dass man da nicht auf die eigenen Leute schießt und sowas. Das ist sehr wichtig ja auch hinterher, wenn man auf Multiplayer geht und auf Multiplayer spielen will. Und da, sag ich mal, sind diese Gefechte natürlich echt super, um das so ein bisschen halt zu testen, um da reinzukommen. Und man kann halt sehr leicht anfangen mit einer KI-Anfänger und so, dass man da halt wirklich mal Fuß fasst in diesem Segment. Und hier, was man so sieht, ist, ich habe etwas mehr Höhe eingestellt bei uns jetzt, bei unserer Staffel. Das waren so 300 Meter höher. Also wir sind mit einem Energiehöhenvorteil sind wir gestartet gegenüber den Gegnern. Und schauen uns das jetzt hier mal an im Zweikampf, wie das so ja funktioniert und wie das so aussieht, dass das halt doch teilweise wirklich sehr wuselig sein kann. Wie man jetzt so einen Eindruck gewonnen hat, sieht man, dass das Ganze so ein bisschen wuseliger auch ist und ja, meine eigenen Kameraden auch dazwischen grätschen und so. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man eben von den eigenen Leuten auch kein Friendly Fire zieht und sowas, sich so ein bisschen raushalten und so weiter und so fort. Also all das, was euch im Multiplayer auch so begegnen wird, das kann man hier in den Gefechten sehr, sehr gut trainieren und auch mit einer Staffel trainieren. Und das macht schon Spaß, kann man nicht anders sagen. Es ist was anderes als diese 1 versus 1 und lohnt sich zu spielen. Jo, in diesem Sinne, tschüss.